So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, eben war die Post da und ich schneide die Pakete auf und plötzlich sehe ich, hier sind Schleichneuheiten drin. Neulich wurde ich noch gefragt, wann kommen die Neuheiten von Schleich fürs zweite Halbjahr raus? Und ja, ihr kriegt sie, ne? Hier müssten wir 4 Neuheiten drin haben und die möchte ich hier einfach kurz mit euch zusammen auspacken. Den ersten Blick. Ich werde zu jeder einzelnen Figur selbstverständlich noch ein Review machen, jede Figur einzeln in einem extra Video besprechen. Aber jetzt hier einfach mal erster Blick auf Neuheiten zum zweiten Halbjahr 2023. Brandheiß, ganz neu von Schleich. Ich habe schon aufgeschnitten, ich sag ja, ich habe es da ansatzweise gesehen, was drin ist. Aber ich dachte, komm, ich halte jetzt hier einfach mal mit der Kamera drauf, dann seht ihr das auch. Ja, das muss ich ja mal rausnehmen. So, und ihr seht es hier schon mal, wir haben hier drin den Magma-Varan von Eldrador Creatures, genauso das Kampfrino, das Schattensteinmonster und der Phoenix. Dieser Nachthimmeldrache von Bayala gibt es noch nicht, war noch nicht zu bekommen. Und der Quetzalcoatlus von Schleich mit den Gummiflügeln ist mir definitiv zu teuer für das, was ich für das Geld kriege. Nein, da verzichte ich drauf. Tut mir leid, der hat es nicht in meine Sammlung geschafft. Vielleicht, wenn ich mal günstig dran komme, kann sein. Interessant ist es, anschauen würde ich ihn mir sehr, sehr, sehr gerne. Aber das Geld, was die Figur kostet, bin ich raus. Tut mir leid. Das ist einfach meine Konsequenz zu den neuen Preisen. Ja, ich hole mir wirklich nur noch das, was ich denke, was ich brauche. Ne? Brauche. Ja, da ist der Quetzalcoatlus leider nicht mit dabei. Zu teuer, sonst hätte ich mir den gerne angeschaut. So, also hier, ja, hier seht ihr schon mal. Wahnsinn, der Magma-Varan und den Phönix sehe ich ja auch schon. Wow, also ein kurzer erster Blick auf die Schleichneuheiten fürs zweite Halbjahr. Okay, ja, und dann fangen wir hier doch mal an mit dem Magma-Varan, Magma-Lizard. Das hier ist er. Original verpackt in der Tüte, so sieht er aus und er sieht gut aus. Das Gelb zwischen den schwarzen Schuppen, na, der Kopf, man kann das Maul, glaube ich, öffnen. Ja, man kann den Unterkiefer öffnen. Okay, okay, die Flammen sind hier auch transparent auf dem Buckel. Ist eine schöne große Figur, auf jeden Fall. Pass mal auf, ich habe hier den Lava-Golem neben mir stehen. So groß sieht er aus. Der Magma-Varan hat eine tolle Größe. Die passen klasse zusammen. Also ja, seid gespannt auf das Unboxing, genauso wie ich. Den schauen wir uns an. Von der anderen Seite sieht man auch schon ein bisschen was. Ja. Aber wie schon gesagt, nur eine ganz kleine, schnelle Vorschau auf das, was in den nächsten Videos hier bei mir kommt. Also, der niegelnagelneue Magma-Varan, Magma-Lizard zu den Eldrador Creatures. Cooles Teil mit einer coolen Zunge. Okay, nächste Figur. Ja, dann habe ich hier zu Bayala den Phönix. So sieht er aus. Schöne Figur mit einem Sattel. Das heißt, ihr könnt hier also auch eine Elfe draufsetzen. Wow, der ist richtig schön groß geworden. Sind schöne Farben. Die Montage hier ist schon etwas abenteuerlich. Aber ja, mal gucken, wie das aussieht, wenn das Ganze zusammengesteckt ist. Auf jeden Fall hat er einen schönen Kopf. Haben sie schön gemacht. Glitzer ist hier auch wieder mit am Start von dieser Seite. Sieht es so aus, hat einen goldenen Schnabel und natürlich in rosa auslaufende Federchen, genauso wie die Schwanzfedern. Aber das ist schon echt toller neuer Phönix. Bin sehr gespannt, wie es ausschaut, wenn wir die Flügel hier anstecken. Die sind nämlich nicht dran, die liegen einfach so lose bei. Das werden wir uns auch anschauen. Also auch auf die Figur war ich sehr, sehr, sehr gespannt. Schönes Teil und wirklich groß. Ich stelle hier mal den Magma-Varan daneben. Ne? Der Phönix ist schon ganz schön hoch dagegen. Okay, also das zu Bayala, aber es ist eine echt großartige Skulptur. Meine Herren, was Schleich hier wieder raushaut, der Wahnsinn. Ja, dann kommt hier das Schattensteinmonster. Da sieht man gar nicht viel, denn die Arme haben sie hier in den Karton verpackt. Man sieht hier nur den Kopf etwas. Ja, und der Kiefer auch hier wieder beweglich. Ist genau das gleiche Modell wie vom normalen Steinmonster. Ich liebe diese Skulptur ohne Ende hier in der Schattenausführung mit roten Augen und schwarz bzw. violett. Auch da freue ich mich drauf. Ist eine Riesenfigur.
echt der Hammer. Aber ich habe gesagt, ihr seht hier leider so gut wie überhaupt gar nichts. 0,0. Den muss ich erst auspacken, damit man den richtig anschauen kann. Aber ich freue mich drauf. Muss jeder wissen, ob er den in seiner Sammlung braucht. Aber ich liebe diese Steinmonster, von dem her auch die dunkle Variante. Ist schon absolut okay. So, dann habe ich hier noch... Oh, der kommt dunkler als gedacht. Wir haben hier das Kampfrino. Boah, der ist richtig, richtig dunkel geworden. Mit einem durchleuchtenden grünen Horn. Das sieht ja klasse aus. Hier von dieser Seite kann man es ein bisschen erkennen. Der Kopf, wow, ist beweglich. Kann man nach oben, nach unten machen. Der Burner, gelbe Augen. Und richtig schön Wash bekommen. Richtig dunkel. Auch die Moospolster hier auf dem Buckel. Richtig schön bemalt. Ja, gut, gut, gut. Auch das ist ein Hammerbrocken. Ich weiß, man kann es jetzt hier kaum sehen, da verpackt. Aber ja, freut euch auf die Einzelreviews. Ich werde jede Figur besprechen. Sag mal, sind die Schleichfähnchen größer geworden? Die sind doch doppelt so groß als die alten, oder? Das ist ja riesig. Das ist ja ein Riesenanhänger. Zumindest scheint es so. Ist ja der Knaller. Also, komm, ich halte es nochmal ein bisschen näher vor die Kamera. Könnt ihr das sehen? Kommt es ein bisschen rüber? Also der ist schon, wow, richtig dunkler Steinbruder hier geworden. Aber ein tolles Teil. Ordentlicher Brocken mit tollen Moospolstern hier auf dem Buckel. Okay, Leute, das sind die Neuheiten. Ja, wir haben hier den Magma Varan. Wir haben das Kampfrino. Wir haben den Phönix. Da sieht man die andere Figur nicht mehr. Ne? Und das Schattensteinmonster. Jetzt seht ihr gar nichts mehr. Du liebe Zeit. Ja, kannst du vergessen, da siehst du gar nichts in diesem Plastiktütenhaufen. Ne? Wie schon gesagt, sie sind raus. Ihr kriegt sie. Ja, falls ihr die Figur noch nicht bei eurem Händler findet, ja, dann schaut mal bei Schleich nach. Ich war sehr überrascht, sind jetzt doch früher erschienen als gedacht. Ursprünglich war es Juli angekündigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und normalerweise erscheinen die Figuren dann Mitte Juni, Ende Juni. Und siehe da, wir haben Anfang Juni und sie sind schon raus. Zumindest die vier. Wahrscheinlich auch schon Horse Club und andere Geschichten. Mich interessieren die jetzt hier am meisten. Darum freue ich mich, dass ich sie jetzt schon da habe. Die Reviews folgen Figur für Figur. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Dann würde ich sagen, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Yeah.